Herzlich willkommen zu Extra 3. Sollte irgendjemandem nicht klar gewesen sein, wie ernst die Lage ist, dann weiß er oder sie es spätestens jetzt. Denn, halten Sie sich fest, es wird dieses Jahr kein Oktoberfest geben. Ob gesagt ist, das ist schon ein Hammer. München ohne Oktoberfest, das ist wie Berlin ohne Hundescheiße. Ja, unvorstellbar. Noch unvorstellbarer finde ich allerdings, dass die Deutsche Fußballliga allen Ernstes überlegt, ab dem 9. Mai wieder spielen zu lassen. Wenn die Spieler regelmäßig auf Corona getestet werden. Finde ich ganz schön keck. Was sagt eigentlich das Robert-Koch-Institut dazu? Das Robert-Koch-Institut weiß nicht, warum ausgerechnet Fußballer bei den Tests eine Sonderrolle spielen sollen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll das? Ihr wollt regelmäßig Fußballprofis testen? Morgens, mittags, abends, vor dem Training, nach dem Essen, Testergebnis nicht vergessen? Mit Corona-Tests, von denen es immer noch viel zu wenige gibt? Warum denn? Ist das nicht ein bisschen unverhältnismäßig? Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sagt ja, aber. Aber ich muss ja schon auch sportbegeisternden Menschen in Deutschland, das sind Millionen, auch eine kleine Chance geben, sich ein bisschen den Alltag, wenn sie schon zu Hause sitzen müssen, zu vertreiben. Ja, wirklich. Muss man das, ja? Ich für meinen Teil spiele zum Beispiel wahnsinnig gerne Kniffel. Ich bin nicht so der Fußballfan, ich bin ein Kniffelfan. Und ich finde, wenn man da ausreichend testet, dann wären Kniffel-Geisterspiele im Freundeskreis absolut vertretbar. Kompromissvorschlag. Ihr macht eure Fußballliga, nehmt uns aber nicht die wertvollen Tests weg, sondern haltet euch einfach auch auf dem Platz an die ganz normalen Regeln. Also Abstand halten. Machen wir auch alle. Dann müssen eben Abwehrspieler dafür sorgen, dass immer ein Abstand von 1,5 bis 2 Metern zum gegnerischen Stürmer eingehalten wird. Es geht doch. Ich meine, Werder Bremen hat schon vor Corona gezeigt, dass das möglich ist. Also bitte. Alles andere wäre für mich ehrlich gesagt nicht vermittelbar. Das fiele für mich in die Kategorie Exzess oder, nein, es fiel in die Kategorie, wie ist nochmal das Wort des Jahres? Öffnungsdiskussionsorgien. 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 Jetzt ist aber gut, wir haben nur 30 Minuten, aber es ist tatsächlich jetzt schon das Wort des Jahres. Wir haben April, es ist jetzt schon das Wort des Jahres 2020. Angela Merkel hat es erfunden. Ich möchte gegen diese Frau niemals Scrabble spielen müssen. Merkel macht sich Sorgen, vermutlich zu Recht, weil ja alle schon wieder drängeln. Man hört ja schon länger, wir müssen wieder aufmachen, wir müssen die Läden wieder aufmachen. Wo sonst soll man das Geld ausgeben, das man gerade nicht verdient? Diese Öffnungsdiskussionsorgien wurden ja nochmal besonders angeheizt durch die Tatsache, dass die Reproduktionszahl R unter 1 liegt. Sind Sie noch bei mir? Ja, ja, das hat dieses Institut berechnet. Welches nochmal? Das Robert-Koch-Institut, Entschuldigung. Macht ja nichts. Ich komme da auch immer durcheinander. Also das Lothar-Matthäus-Institut hat gesagt, die Reproduktionszahl liegt zurzeit unter 1. Jeder oder jede Infizierte steckt also weniger als einen anderen Menschen an. Das ist toll. Es sollte aber allen klar sein, die Zahl der Neuinfektionen ist rückläufig wegen der ganzen Beschränkungen. Der Satz ist ja nicht so schlimm wie befürchtet, also können wir endlich zur Normalität zurückkehren. Der ergibt keinen Sinn. Der ist ungefähr so sinnvoll wie, ich fahre ab jetzt besoffen Auto, denn wenn ich nüchtern fahre, passiert ja nichts. Bei manchen Lockerungen kommt es mir wirklich so vor, als hätte da der reine Zufall entschieden oder vielleicht auch eine mächtige Lobby, lassen wir es offen. So sind zum Beispiel religiöse Veranstaltungen in den meisten Bundesländern verboten. Die Autohäuser dürfen aber öffnen. Warum? Sind Autos wichtiger als Religion? Das sind ja gerade ganz grundlegende Diskussionen. Die Gläubigen sagen nein. Die Religion ist natürlich wichtiger. Jesus ist immerhin für uns in den Himmel aufgefahren. Und die Autofahrer sagen ja, haha, aber nicht mit 250 PS. Ich habe gehört, der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki überlegt schon, ob er vor dem Kölner Dom einen Gebrauchtwagenhandel eröffnet. Wölkis himmlische Jahreswagen, dass überhaupt mal wieder jemand kommt. Und nicht vergessen, am 21. Mai ist Christi Probefahrt. In Berlin und Brandenburg sollen Gottesdienste bald schon wieder möglich sein. In Sachsen sind sie das schon. In Sachsen mit einer Obergrenze von 15 Gläubigen, in Brandenburg wohl sogar 50. 50 Leute in der Kirche, da sagen viele Gemeinden. Verrückt, das sind ja doppelt so viele wie sonst. In einigen Bundesländern haben auch die Zoos wieder geöffnet, in anderen Bundesländern nicht. Die Zoos, die offen sind, haben natürlich auch strenge Auflagen. In Schleswig-Holstein zum Beispiel müssen die Tiere Mundschutz tragen und nachweisen, dass sie keinen Zweitwohnsitz in Ostfriesland haben, oder? Glaube ich, jetzt bin ich gerade selber unsicher. Martina Hauschild kennt sich besser aus mit den Bundesländern im Norden. Der Norden hat gemeinsam einen neuen Corona-Maßnahmenkatalog erstellt. Das ging ruckzuck. Wir
haben jetzt eben insgesamt 4 Stunden in der Videokonferenz auch miteinander beraten. Alle waren sich einig. Bald gilt Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Also jedenfalls in Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Nur nicht in Bremen, hier ist die Maske noch freiwillig. Corona-Regeln, ganz einfach. Ach so, beim Autofahren gilt übrigens ein Vermummungsverbot, damit sie erkannt werden können, wenn sie geblitzt werden. Nächster Punkt, Tagesausflüge. Die sind in Niedersachsen, Hamburg und Bremen grundsätzlich erlaubt. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind touristische Verkehre grundsätzlich nicht erlaubt. Ist also auch ganz einfach im Norden. Klar ist es auch bei den Zweitwohnungsbesitzern. Die dürfen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern noch nicht in ihre Häuser. Sorry. In Schleswig-Holstein eigentlich schon, doch einige Kreise wollen die nicht. Das heißt, Zweitwohnungsbesitzer können an dem einen Ort in ihre Häuser, an dem anderen eben nicht. Ist wirklich total einfach. Übrigens, Buchläden, Fahrradläden und Autogeschäfte dürfen überall sofort öffnen. Klar, momentan brauchen alle neue Autos. Alle anderen Geschäfte dürfen nur öffnen, wenn sie kleiner als 800 Quadratmeter sind. Sind sie größer, macht man sie eben kleiner. Insofern mussten wir halt eben jetzt unseren Laden auf 800 Quadratmeter abflattern. Sinnvoll finde ich es nicht. Außerdem brauchen die Geschäfte ein durchdachtes Hygienekonzept. Das heißt, wir öffnen tatsächlich den Hintereingang als Ausgang. Das heißt, die Leute kommen vorne rein und möchten bitte hinten rausgehen. Und was hinten rauskommt ist, die einfachen Corona-Regeln sind mit Abstand das Beste am Norden. Norddeutschland sagt Danke. Danke, Martina Hauschild. Und ja, eine Sache hat sich schon wieder geändert. Da sieht man mal, wie schnell das geht. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat heute Abend die Größenregelung für den Einzelhandel gekippt. Also diese Grenze von 800 Quadratmetern. Es bleibt also spannend. Und das waren gerade nur die Unterschiede in Norddeutschland. Wenn man bundesweit vergleicht, ist natürlich alles noch viel komplizierter. Jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln. Zum Beispiel ist in Niedersachsen neben der Eisdiele nur rasches Eislecken erlaubt. Wirklich, es gibt ein offizielles Statement des Landes zum Thema Abstandsverordnung und Eisdielen. Hier haben wir uns nicht ausgedacht. Bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sich-Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden darf. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch der Abstand von 50 Metern. Zwinkersmiley. Ja, also man muss rasch lecken, dann muss man weggehen. Ja, also man darf nicht vor der Eisdiele, in der man das Eis gekauft hat, das ganze Eis essen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man weitergeht und dann vor einer anderen Eisdiele, in der man das Eis nicht gekauft hat, dieses Eis zu Ende ist. Wahrscheinlich ein Grenzfall, wahrscheinlich werden irgendwann Gerichte entscheiden. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen muss man sich überhaupt nicht beeilen beim Eisessen. In Nordrhein-Westfalen kann man sich alle Zeit der Welt lassen. Nordrhein-Westfalen ist sowieso in vielen Punkten ein wenig lockerer. In NRW dürfen ja auch die Möbelhäuser wieder öffnen, zum Leidwesen vieler anderer Möbelhändler, zum Beispiel in Niedersachsen. Die finden das ziemlich doof, denn von Hannover aus ist man relativ schnell zum Beispiel in Minden, NRW, und kauft dann halt da, bis die Kreditkarte qualmt. Ja, das ärgert die Händler in Niedersachsen, ist ja klar. Und diese Sonderregel mit den Möbelhäusern ist ein Sonder... Ich meine, es ist wirklich eine Sonderregel, man muss das verstehen. Man muss es auch historisch verstehen. Es hat wirklich einen historischen Hintergrund. NRW ist das Land der Küchenbauer, sagt Landesvater Armin Laschet. Und das stimmt. Wer erinnert sich nicht an die Küchenbauerkumpels, die in den 60ern in die Küchenschächte im Ruhrgebiet eingefahren sind und dort Nolte, Küchenflöze abgebaut haben? Und ich kann Ihnen sagen, wenn das Lied erklingt, Glück auf, der Küchenbauer kommt, dann haben heute noch alle in Nordrhein-Westfalen Pipi in den Augen. Shoppen ist einfach das Thema der Woche. Boris Rosenkranz hat den Nachrichtenüberblick. Hier ist abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Jetzt ganz neu, verkaufsoffener Montag in Deutschlands Innenstädten. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Endlich wieder kaufen, herrlich. Nur Friseur fehlt noch.
Ja, egal. Einfach weiter shoppen, dann wird das eine umwerfende Zeit für die Verkäufer. Vorsicht. Puh. Ich glaube, in den ersten 3 Tagen werden wir gut zu tun haben, weil die Kunden ihre Nachschubparfums, hoppla, hoppla, Düfte brauchen. Ja, hoppla. Und wie ist es so da draußen? Wir haben uns halt auch schon gewundert, wie voll die Innenstadt auch wieder ist, auch wenn wir jetzt auch gerade unterwegs sind, aber irgendwie... Irgendwie braucht man ja immer irgendwas, ne? Brauche tue ich eigentlich nichts, genieße trotzdem aber diese Möglichkeit. Ach ja, endlich mal wieder öffentlich nichts brauchen. So schön. Ja, das war's dann für heute, ne? Aber da war ja noch ein Thema. Hä? Was denn? Der Brexit. Wie Brexit? Ach nö, was sind da schon wieder? Die Nach-Brexit-Verhandlungen. Jetzt das Ganze nur per Videokonferenz. Oh nein, nicht Brexit! Aufhören! Auch die Schulen machen wieder auf. Erst einmal sollen ja die Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen, die Prüfungen vor sich haben. Abiturprüfung, ja, oder auch Realschul-, Hauptschul- oder Berufsschulabschlüsse. Es ist Deutschland. Ja, Prüfungen sind ganz wichtig. Ich glaube, es könnte neben Corona auch noch Malaria ausbrechen und die Blattern und die Pest gleichzeitig. Die Prüfungen finden statt. Danach sollen dann in einem zweiten Schritt die Grundschüler der 4. Klassen wieder in den Unterricht. Denn wenn die nicht zur Schule gehen, dann kann ja das deutsche Bildungssystem nicht das machen, was es am liebsten tut. 4. Klässler auf 3 Schultypen verteilen. Und für 10-Jährige entscheiden, welchen Bildungsabschluss sie anstreben sollten. Ich frage mich nur, warum müssen die 4. Klässler dafür unbedingt zur Schule? Müssen die doch gar nicht. Warum guckt man nicht einfach, auf welchem Schultyp die Eltern waren und dann geht das Kind da auch hin? Die Methode hat doch auch in den letzten 100 Jahren wunderbar funktioniert. Für die Schulen ist diese Öffnung eine Herausforderung. Es müssen Hygienekonzepte her. Die Schulen müssen erstmal intensiv gereinigt werden. Das ist schon mal nicht so leicht. Da müssen zum Teil auch Statiker kommen. Ja klar, viele Schulen werden ja vom Dreck überhaupt zusammengehalten. Jetzt soll auf alle Toiletten Seife und Einmalhandtücher. Mehrere. Das gab es noch nie. Einmalhandtuch. Das hieß an vielen Schulen bislang Einmalhandtuch. Im Jahr. In der Krise merkt man eben, wo die Schwachstellen sind. Der Klassiker sind die stinkenden Toiletten, die kaputt sind. Die sind auch normalerweise immer verstopft und deswegen sind die Wasserhähne, soweit ich weiß, nicht funktionabel. Mittlerweile ist es so, dass wir hier in dem Raum die Waschbecken gar nicht mehr benutzen können. Das kaputtgesparte Schulsystem fällt uns jetzt auf die Füße. Es fehlt an Waschbecken, an Wasser, an Seife. Ja, es hat aber auch sein Gutes, denn viele Schulklos sind in einem so katastrophalen Zustand, dass selbst das Coronavirus dort nur 3 Sekunden überleben kann. Es braucht neue Konzepte, es braucht vermutlich auch ganz neue Lehrpläne. Gemeinschaftskunde zum Beispiel ist als Fach ein bisschen zu riskant, das wird wahrscheinlich zu Einzelkunde. In Mathe wird sich auch einiges ändern, Zahlen dürfen nicht mehr zusammen in eine Klammer, ist viel zu eng. Und natürlich wird auch die Abi-Lektüre in Deutsch einer kritischen Prüfung unterzogen. Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt, das geht so nicht. Kein Besuch der alten Dame, klar, Risikogruppe. Also machen wir uns nichts vor, es ist ein hochriskantes Experiment, was da gerade vonstatten geht. Jetzt die Schulen wieder zu öffnen, ist riskant. Andererseits verstehe ich auch Familien, die sagen, es ist wichtig. Wir wollen, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Und auch gesellschaftlich ist es wichtig, denn geschlossene Schulen bedeuten ja auch, die Ungerechtigkeit im Bildungssystem, die wird nochmal potenziert durch diesen Lockdown. Ja? Online-Unterricht, heißt es immer, ist ja eine Lösung. Ja, es ist eine Lösung für vorübergehende Zeit. Oder sagen wir mal, es kann eine Lösung sein. Homeschooling kann eine Lösung sein, wenn Eltern mit den Kindern den Stoff vertiefen können, wenn Kinder Zugang zu einem Computer haben, vielleicht sogar einen eigenen Computer. Ich meine, im Bildungsbürgertum, da ist das überhaupt kein Problem. Da ist es auch keine Frage. Da gibt es Familien, da skypen schon die 8-Jährigen auf einem MacBook Air mit ihren Stofftieren. Und die Stofftiere haben auch alle ein MacBook Air. So, da ist Online-Unterricht erstmal kein Problem. Es gibt aber auch Kinder, die haben weder Rechner noch Handy noch Zugang zum Internet und auch kein ruhiges Zimmer oder Eltern, die ihnen helfen können. Also zeigt sich in dieser Situation umso mehr, es gibt in Deutschland Bildung für alle, vorausgesetzt, man kann sie sich leisten. Die Nerven aller Eltern im Land sind gespannt, zum Zerreißen gespannt, muss man sagen. Und da gibt es auch relativ wenig Unterschiede. Es sind wirklich fast alle gestresst. Man hockt aufeinander, der Job läuft nicht, es gibt weniger Geld. Man streitet sich und dann sagt das Kind, Papa, wie teilt man etwas schriftlich durch 2?
Und der Vater sagt, verdammt, frag Mama, die hat diese Woche die Scheidung eingereicht. Ja, und die Eltern der Kita-Kinder, die sind schon gar nicht mehr ansprechbar. Da kommt es vor lauter Stress schon zu ersten Fehlleistungen. Gestern war ich so durcheinander, dass ich zweimal Mittag gekocht habe. War wirklich, also gestern war ein anstrengender Tag und ich habe was in den Ofen geschoben, habe das vergessen und habe dann nochmal die Bratpfanne angeschmissen und habe dann nochmal für zwei Familien gekocht gestern. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe schon zweimal gegessen und habe es nicht gemerkt. Auf der anderen Seite ist mir ein Rätsel, wie das im Moment gehen sollte mit den Kitas. In Kitas wird getobt und gespielt. Wenn man die jetzt aufmacht, ja, im Moment wird ja vor allem gespielt die Reise nach Jerusalem. Also ich weiß gar nicht, wie das ohne Nähe gehen sollte. Kleinkinder brauchen das auch. Die brauchen Wärme, die suchen körperlichen Kontakt. Das ist in Zeiten von Corona schwierig. Die können ja auch nicht verstehen, was da gerade passiert. Die sind alle sehr emotional. Das sind alles kleine Laschets. So muss man sich das vorstellen. Im Prinzip müsste man den Kita-Kindern jetzt ihre Menschlichkeit austreiben. Die müssen lernen, jeder für sich sein, isoliert, das ist das Richtige. Gemeinschaft, bäh, ich, gut. Das müsste man denen beibringen. Also statt Märchen vor dem Mittagsschlaf bräuchten die einen neoliberalen Vortrag von Christian Lindner. Für die Zeit bis dahin hier ein paar wirklich handfeste Tipps für gestresste Kita-Eltern von unserer russischen Austauschreporterin Katja Kreml. Hallo Leute, hier sind wieder Katja Kremls Krisentipps. Heute Kleinkindbetreuung zu Hause. Die Politiker haben zwar die Corona-Regeln gelockert, aber die Kitas bleiben geschlossen. Macht nichts, denn mit diesen Tipps ist die Kleinkindbetreuung zu Hause ganz easy. Tipp 1. Die Spielplätze sind ja geschlossen und auch sonst gibt es keine Freizeitaktivitäten für die Kinder. Warum nicht einfach die Freizeitangebote nutzen, die die Politiker für uns Erwachsene gemacht haben? Joggen, darf man ja. Tipp 2. Erwachsene dürfen sich zu zweit treffen, Kinder nicht. Keine sozialen Kontakte, keine Freunde. Ihr denkt, dass euer Kind einsam ist? Dann seid ihr als Eltern gefragt. Fasst euch an die eigene Nase. Ins Gesicht fassen ist ja verboten. Nochmal neu. Fasst euch in den eigenen Schritt und macht ein zweites Kind. Schatz, der sibirische Tiger ist im Anmarsch. Tipp 3. Ihr fühlt euch als Eltern mit Erziehung und Job einfach überfordert? Kein Problem, spannt doch die Kinder ein bisschen mit in eure Arbeit ein. Okay, das klappt doch schon ganz gut. Frau Kreml, was denken Sie? Kaka. Frau Kreml? Kaka. Tipp 4. Zur frühkindlichen Bildung wird in den Kitas ganz schön viel gesungen, getanzt und gebastelt. Ganz schön abstrakt, oder? Gestaltet die Bildung doch einfach wirtschaftstauglich. Komm, schneller, schneller. 30 Sekunden, Ruben. Yay, 30 Sekunden für einen Spargel. Super hast du das gemacht, der Nächste. Seht ihr, Kleinkindbetreuung zu Hause ist ganz einfach. Das waren Katja Kremls Tipps für heute. Schaut auch nächste Woche wieder rein. Da zeige ich euch, wie man aus Klopapier eine Atemschutzmaske baut. Mama. Ja, Ruben, ich weiß, du musst kacken, ne? Ist zu spät. Wie, ist zu spät? Nein! Oh, scheiße. Ein Film von Sebastian Ried. Jetzt, wo die Läden wieder aufhaben, können vielleicht auch die Kuriere mal wieder durchatmen. Also die Lieferanten, die Post- und Paketboten, die uns in den letzten Wochen mit allem Lebensnotwendigen versorgt haben. Unglaublich, was da geleistet wurde. Die Kuriere haben unser Zuhause gesucht und gefunden, in den meisten Fällen. Sie haben die Sicherheitsvorschriften eingehalten. Ich habe das morgens immer so gemacht, ich habe dann irgendwann eine Telefonkonferenz mit all meinen Lieferdiensten gemacht, um das zu organisieren, damit die sich nicht zufällig irgendwo im Treppenhaus begegnen. Ich bin inzwischen noch ein großer Fan der kontaktlosen Übergabe. Da kann sich jeder mal fühlen wie bei einer Lösegeldübergabe. Das fand ich ganz toll. Legen Sie die Pizza auf die Fußmatte und entfernen Sie sich wieder. Alles perfekt, bis man sich fragt, wann ist eigentlich das letzte Mal der Boden sauber gemacht worden? Seit Corona wissen wir, Lieferdienste sind
systemrelevant. Und systemrelevant bedeutet in Deutschland, der Job ist hochriskant und schlecht bezahlt. Ich muss sagen, wir haben hier in den vergangenen Jahren viel Kritisches gesagt über Online-Lieferdienste, über die langen Wege, über den ökologischen Fußabdruck und die absurde Tatsache, dass da Waren quer durch Deutschland gefahren werden. Ich sehe das inzwischen seit Corona etwas milder. Obwohl, komm, manchmal ist es auch bescheuert. War es auch vor Corona, wird es auch nach Corona sein, wie das Beispiel im folgenden Beitrag beweist. Nicht wundern, dieser Film wurde vor mehreren Wochen gedreht, als die Menschen sich noch nahe kamen. Lang ist's her. Eva Schulze-Gabrechten. Was? Sie lassen Ihre Wäsche noch analog reinigen? So richtig vor Ort, in Ihrer Nachbarschaft? Guten Tag. Erstmal bin ich hier Stammkunde schon seit Ewigkeiten. Und zweitens wird die Wäsche hervorragend gemacht. Boah, das ist ja voll oldschool. Heutzutage nutzt man doch einen Online-Wäscheservice. Ja, ich bin wohl verrückt geworden. Dankeschön. Ach, gute Frau, da kennen Sie wohl das tolle neue Angebot von DM und Persil noch nicht. Die bieten jetzt nämlich einen Online-Wäscheservice an. Und zwar in Essen und wie hier in München. Und der geht so. Schmutzwäsche abgeben, vorher online registrieren, Kundennummer rauf aufs Paket. Und ab geht's in die Persil-Online-Wäscherei. Ich habe ehrlich gesagt zuerst gedacht, das ist ein Scherz, bis ich mich dann auf der Seite habe vergewissern können, dass es tatsächlich angeboten wird. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ja, aber das Beste kommt auch erst noch. Die Wäsche wird nämlich nicht mal eben vor Ort gewaschen, wie zu Großmutters Zeiten. Die Wäsche wird von DHL abgeholt, wird nach Hannover zu Persil gebracht. Dort wird sie dann gereinigt und gebügelt. Und dann kommt sie hier wieder über DHL zu uns zurück. Und der Kunde kriegt dann per Mail die Info, dass die Ware zurück ist und abholbereit ist. Ja, richtig gehört. Sie geben Ihre Wäsche in Essen oder München ab. Gereinigt wird sie aber in Hannover. Denn nur da wird Ihre Wäsche so richtig online sauber. 250 oder 650 Kilometer kacheln Ihre Unterhosen und Socken durch die Republik. Pro Strecke, versteht sich. Nee, echt jetzt? Ich bin gerade sprachlos. Ist sie auch gebügelt? Okay, ist trotzdem scheiße. Nee, dumme Idee, DM. Finde ich total daneben. Gerade bei der jetzigen Diskussion zum Klimawandel und Co. Ich fahre hier mit dem Fahrrad hier und lasse meine Wäsche nach Hannover fahren. Das geht nicht. Ach Quatsch. DM hat eine total weiße Weste. Bestimmt mit Persil gewaschen. Wir bei DM berücksichtigen bei neuen Angeboten und Services stets auch ökologische Aspekte. So versuchen wir, Ressourcen so umweltschonend wie möglich zu verwenden. Wir haben mal über den Daumen ermittelt, dass über ein Jahr von einem einzigen Fahrzeug, das die Wäsche von München nach Hannover fährt, ungefähr 50 Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Ach, die paar Tonnen CO2. Der Wäscheservice ist trotzdem voll nachhaltig, sagt DM. Die Wäschebeutel sind wasch- und damit wiederverwendbar. Die Versandkartons bestehen aus recycelbaren Rohstoffen. Ja, ich benutze meinen Korb auch wieder. Oh, manche sind einfach noch nicht bereit fürs digitale Zeitalter. Der Online-Wäscheservice von DM und Persil. Echt eine saubere Sache. Falls Sie das auch mal ausprobieren wollen, aktuell geht das Corona-bedingt nur über den Paketservice. Die langen Wege bleiben natürlich trotzdem. Ja, wegen der Corona-Krise haben bereits über 22 Millionen US-Amerikaner ihren Job verloren. Leider gehört Donald Trump nicht dazu. Sein Krisenmanagement ist eine Katastrophe. Trotzdem gibt es aber immer mehr Menschen, die gegen die Beschränkung des öffentlichen Lebens in ihren Bundesstaaten demonstrieren. Etwas hilflos wirkt die Polizei im US-Bundesstaat Pennsylvania. Hunderte demonstrieren hier in der Landeshauptstadt Harrisburg gegen Ausgangsbeschränkungen. Hitzig und teilweise sogar bewaffnet. Mit Waffen, sicherlich kann man ein Virus bekämpfen. Viele haben bestimmt schon ein Virus in freier Wildbahn erlegt. Und auf jeden Fall lassen sich mit Waffen andere Menschen auf Abstand halten. Aber das wollen die ja gar nicht, die da demonstrieren. Die wollen ja alle Maßnahmen aufheben. It's time for our state to be opened up. We're tired of not being able to buy the things that we need. Go to the hairdressers, get our hair done. Ja, finde ich auch. In New York gibt es Massengräber, aber das muss man halt in Kauf nehmen für die Frisur dieser Frau. Wobei ich finde, ihr Haaransatz ist nicht halb so eklig wie ihr Denkansatz. Mitten in der Pandemie mit den Maßnahmen aufzuhören, ist so bescheuert, das kann nur ein kompletter Idiot fordern. Und was soll ich sagen? Genau das hat Trump dann auch gemacht.
Die Proteste hatte er mit Tweets angeheizt, in denen er wörtlich die Befreiung von Minnesota, Virginia und Michigan forderte. Befreiung? Von Michigan? Was meint er denn damit? Also, wenn man sich überlegt, was US-Präsidenten normalerweise unter befreien verstehen, dann wird Michigan wahrscheinlich demnächst großflächig bombardiert. Und Moment mal, hatte Trump nicht vor ein paar Tagen noch gesagt, verantwortlich für Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien allein die Gouverneure in den Bundesstaaten? Und kurz davor wiederum hat er betont, er als Präsident habe die absolute Macht. Viele sagen ja, Trumps Gedächtnis entspricht dem einer Stubenfliege mit einem massiven Drogenproblem. Ich glaube, er denkt einfach sehr unkonventionell. Trump ist ein Querdenker. Das läuft so, jemand anders sagt was, ein Wissenschaftler zum Beispiel sagt einen vernünftigen, logischen, stringenten und sei es nur einfach vollständigen Satz. Ja, sagt etwas Sinnvolles, das geht bei Trump zum einen Ohr rein, quer durch seinen Kopf, zum anderen Ohr wieder raus. Er ist ein Querdenker. Und Trump schafft es damit, sämtliche Gegensätze in seinem Denken zu vereinen. Er sagt, ich habe die absolute Macht. Und ich werde die Gouverneure nach ihren Plänen für das Ende des Lockdowns fragen und ihnen dann befehlen, es genauso zu machen, wie sie es mir gerade gesagt haben. Der Vorteil ist, wenn das schief geht, sind auf jeden Fall andere schuld. Und wenn nicht die Gouverneure schuld sind, dann eben die Weltgesundheitsorganisation WHO. Jetzt hat Trump ja angekündigt, die WHO nicht mehr finanziell zu unterstützen, da sie die Corona-Krise nicht gut gehandelt habe. Ob er das wirklich macht, weiß wieder mal keiner. Letztens hat Trump behauptet, er hätte einen Megadeal mit Saudi-Arabien und Russland ausgehandelt, um den Ölpreis zu stabilisieren. Ja, wo steht der Ölpreis jetzt? Ich weiß es nicht, so tief kann ich mich nicht runterbücken. Sehr aufschlussreich ist übrigens auch, was Trumps Beraterin Kellyanne Conway der WHO zum Thema Corona ins Stammbuch schreibt. Also warum die Weltgesundheitsorganisation sich mit dem Virus eigentlich viel besser auskennen müsste. This is COVID-19, not COVID-1, folks. Ja, es ist COVID-19 und nicht COVID-1. Nun heißt die Krankheit COVID-19, weil der Erreger im Jahr 2019 aufgetaucht ist. Also da wird nicht einfach durchnummeriert. Da könnte ja auch der Trainer von Hannover sagen, hey, spiel mal ein bisschen besser, ihr seid Hannover 96 und nicht mehr Hannover 1 heute. Also bei politischem Personal, das sich so gut mit einer Pandemie auskennt, möchte ich dem amerikanischen Volk eigentlich nur eins zurufen. Our thoughts and prayers are with you. Mehr verrückte Nachrichten aus Amerika in unseren Trump News. Willkommen zu Trump News mit einem Corona-Special. Präsident Trump hat endlich einen Schuldigen für die Corona-Krise gefunden. Aus diplomatischen Gründen hält er sich jedoch mit konkreten Anschuldigungen zurück. China, 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 South China, China, China. Weil es in den USA noch immer nicht genügend Corona-Tests gibt, hat Donald Trump nun eine geniale Lösung präsentiert, wie die Menschen ganz einfach selbst einen Test herstellen können. Das hier ist der Test. Ja. Ein mutierter Q-Tip, wenn Sie mich fragen. Ein normaler reicht aber völlig aus. Mein Test war absolut fantastisch. Der beste Ohrenschmalz der Welt. Und schon haben wir dank seiner Schlauheit Milliarden von Tests in den USA. Hat noch jemand Fragen? Ich hier! Ja! Nix da, tschüss! Auf den Vorwurf, Donald Trump habe gezielt mit dem Virus infizierte Migranten in ihrer Heimat Guatemala abgeschoben, reagierte der Präsident mit Unverständnis. Ich habe für diese Mitbürger extra die eingeschränkte Reisefreiheit wieder gelockert, damit sie sich zu Hause gut erholen können. Und das ist der Dank dafür? Na dann, gute Nacht! Donald Trump weiß ganz genau, was die Fernsehzuschauer auf seinen Pressekonferenzen sehen wollen und was nicht. Zum Beispiel keine langweiligen Modellrechnungen. Darum leitet der Präsident auf seinen Pressekonferenzen stets galant über zu den Themen, die ihn selbst brennend interessieren. The professionals did the models. I was never involved in a model. But at least this kind of a model. Präsident Trump fordert von den US-Gouverneuren die Befreiung vom Corona-Shutdown. Zwar ist das Coronavirus noch längst nicht besiegt, doch Trumps Wähler sind vom Corona-Shutdown genervt. Und da ist ja wohl klar, was wichtiger ist. Ich konnte mir seit bestimmt 3 Wochen kein neues Sturmgewehr im Geschäft kaufen, Scheißdreck! Das ist ja wie im Kommunismus hier! Wenn ich mir wegen des Coronavirus schon die Radieschen von unten angucken muss, will ich vorher wenigstens noch zur Pediküre gehen! Das waren die Trump-News. Ein Film von Oliver Durke und Tim Grunendahl. Das war's für diese Woche. Jetzt kommt, wie geht's im Norden, wie die NDR-Zuschauer mit der Corona-Krise umgehen. Wie auch immer Sie damit umgehen, ich hoffe, Sie gucken weiter extra. Bis nächsten Mittwoch.